It's Tooltime. Ja, ich habe da mal schon mal was vorbereitet. Ja, ich wollte euch ersparen, den Motor in der Dia-Show wieder zu zeigen, wie ich den zum, ja, vielleicht, ich habe den ja erst einmal ausgebaut, Quatsch, nein, also mit der Dia-Show verschone ich euch jetzt. Motor schon mal ausgebaut und jetzt geht es ums Wesentliche. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Es geht darum, dass, ja, wie soll ich sagen, beim zweiten Vereinsrennen in Wesel mir der Ja, der Wagen stehen geblieben ist, wieder zwei, drei Runden vor Schluss. Und aber das schon in einem Halbfinale und ja, Finale, weiß ich, na, jetzt versabbel ich mich schon wieder. Also stehen geblieben, Verdacht auf Kupplungsschaden und ja, immer mit Vollgas fahren geht nicht. Die haben ja auch ein paar Kurven, die Strecken da. Ja, sprang auch nicht mal an. Und ja, das eine habt ihr, glaube ich, gesehen. Test auf der Buckelpiste. Den Filmchen habe ich euch, glaube ich, schon vorher gezeigt. Jetzt komme ich langsam durcheinander. Jetzt habe ich auch keinen Bock zum Sabbeln. Jetzt fangen wir mal einfach an. Und der Motor lebt. Das ist schon mal geil. Bei dieser fetten Riefe da drin. So, jetzt können wir den hier schön auf die Seite legen. Ja, ihr habt ja gesehen, wie das Schleusken dran gemacht, dass kein Dreck in den Vergaser reinkommt. Und ja, jetzt zeige ich euch mal erstmal was. Und zwar. Ja, das muss ich gerade halten, sonst erkennt das vielleicht nicht so. Noch ein bisschen näher. So, jetzt stellt bloß scharf, tolle Kamera. Ja, wie sieht das denn aus? Ist das ein Zahnrad oder war das mal eins? Also das dürfen wir dann auch gleich wechseln. Und wollen wir mal gucken. Autsch, mein Nagel. Ja, muss ich jetzt sagen, auch wenn er es nicht mehr hören kann, an meinen Kumpel, schönen Dank für das Fischstößchen, das andere ist ja mal eben ein bisschen kaputt gegangen. Da ist der Nupsi abgegangen. Kann ich aber kurz zeigen. Da habe ich jetzt rumgewickelt. Und zwar das Ding hier ist abgebrochen. Der wird jetzt vorbereitet zum Schweißen. Nur mal so aus Scherz. Mal gucken, ob man das dünne Material gut hinkriegt bei dieser blöden Lackierung da dran. Und ja, das hat ja so eine Töse gemacht, dass ich befürchten musste, dass sie mich disqualifizieren. Aber anscheinend war der Motor noch nicht laut genug, dass er gescheckt hat, welches Auto das war, was so einen Krach macht. So, jetzt geht es aber rund hier. Jetzt muss ich schön in der Mitte bleiben. Mein Arbeitsplatz, wie ihr seht, ist immer rundum schön sauber, ne? Also ich fange jetzt nicht an, hier eine weiße Decke für euch dahin zu legen, also das wäre jetzt zu viel. Ich habe zwei Decken, eine für Schönfilm und eine eben zum Rumarbeiten. Aber das ist nur nebenbei. So. Ach so, hier mein Stöckchen, was ich mir gebaut habe. Habt ihr vielleicht auch in den anderen Filmen gesehen. Da ein größeres Loch reingebaut. Das müsst ihr ausprobieren, wie die Imbusschlüssel reinpassen. Und hier ein kleineres für die, kann ich ja mal zeigen, für die kleinen Imbusse. Zack. Und die andere Seite passt dann größere rein. Und die noch größer sind die Imbusschlüssel. Die haben so einen großen Winkel da dran, sage ich mal, wo man dann arbeiten kann. Da kriegt man alles mit los oder auch alles kaputt, ne? Aber das brauche ich hier, weil mit dem Schraubenlack braucht man ein bisschen mehr Kraft. Und ich will mir nicht jedes Mal die Finger verbiegen. So, Schlüssel gehen drauf. Und jetzt mit Gefühl. Jetzt lacht nicht, wenn die Schraube durchdreht. Ne? Also, oh, geht das? Ah. Ja, Experten werden wieder sagen, so ein Idiot macht da Schraubenlack dran. Und ja. Braucht man an für sich nicht, würde ich jetzt mal sagen. Ich mache da ein Klecksken dran, habt ihr wahrscheinlich auf den anderen Dia-Shows schon gesehen. Für mich ist das wichtig, dass die Scheißdinger feste sind. Ich hasse nichts mehr, als dass ich meine Schrauben hinterher wieder einsammeln oder suchen muss. So, ihr seid jetzt übrigens live dabei, wie ich das hier mache, also nachgucke, ob es das überhaupt ist. Wenn, es kann natürlich auch noch was anderes. Ja, siehst du, da geht schon los hier mit dem. Es kann natürlich auch noch was anderes sein, was ich nicht hoffe. Also der ist schon mal dull. Das ist mal herrlich. Einmal abgerutscht, schon scheiße. Und da können wir doch mal live sehen, was Sache ist. Der ist auch los. Ja, wenn was anderes ist, dann haben wir ein Problem, ne? Das habe ich schon. So, jetzt haben wir wieder die schöne Schraube. Eine, die nicht will. Macht doch keinen Scheiß. Ich müsste tatsächlich, die ist im Arsch. Ja, der Spielfilm verlängert sich. Ne, die nachfolgenden Sendungen,
verschieben sich um unwesentliche 10 Stunden. So. Hier sehe ich gerade was. Muss die Schraube so lang da reingehen von dem Fischstößchen. Tja, jetzt mache ich mal einen Cut. Jetzt sehe ich da mal eine Nut rein, dass ich die Schraube wieder rauskriege, vielleicht ein bisschen warm machen und sonst spreng ich ja jeden Rahmen hier. So, dass ich gleich wieder im Bild bin. Sage ich mal bis gleich. Na. So, jetzt geht's weiter. Ja, es gibt ja so tolle Geräte hier, eine Nut reingesägt mit einem dicken Schraubenzieher. Seid ihr im Bild, ja? Habe ich sie dann lose gekriegt. Losi los. Und sag mal, hat da gerade einer Idiot gesagt, dass ich das mit dem Schraubenlack festgemacht habe? Hä? Naja, recht hast du. So. Und naja, vielleicht besser auch dann doch ohne Schraubenlack den Scheiß festmachen. Ihr seid immer noch live dabei. Das war ja jetzt nur so ein kleiner Cut. Ich habe da nur schlappe 3 Stunden dran rumgefeilt, bis die Schraube raus ist. Nein. Und ihr seid live dabei, wie ich jetzt das Ding öffne. Und ich hoffe, ja, mittlerweile hoffe ich, dass es wirklich nur die Kupplung ist. So, jetzt mal mein schweres Werkzeug wegpacken. Der kann hier rein. So. Ja, ich bin schon ein bisschen, wie soll man sagen, nervös nicht, aber neugierig. Das ist das richtige Wort. Ich war gerade am Suchen. Wo habe ich jetzt hier eine Schraube hingekriegt? Da. Ich habe hier meine Klangschale, aber die sind so, die verwechselt man nicht. Da guckt euch mal an, was da für ein Idiot gemacht hat. Oh. Ja, wird scharf. Will nicht scharf werden. Naja, ihr seht auf jeden Fall, es ist nur unwesentlich Schraubenlack dran. Wen wundert es da noch? Hier an für sich nicht. Also die ich jetzt auf. Wo seid ihr? Da. Wo ich jetzt die Nut reingesägt habe. Na gut. Jetzt stelle ich doch mal scharf, du blödes Ding. Ich sehe das auch nicht richtig hier. Mir läuft mir gerade so ein bisschen Schweiß die Stirn runter. Na, dann einigen wir uns auf einen halben Idiot. So. Weiter geht's. Tja, Hände wollte ich halt wie sauber lassen. Das ist immer eine Schrupperei. Ich habe schon gar keine Haut mehr auf den Finger. Und ja, hier ist auch wieder ordentlich Schraubenlack dran. Ja, man schrubbt. Ich komme mir schon wirklich vor, als hätte ich Automechaniker da gelernt. Und die brauchen sich auch die Hände nicht mal sauber zu machen. Da, die laufen auch so rum. Aber das ist ja keine schöne Sache. Aber das tut halt irgendwann mal weh, wenn man da mit der Nagelbürste da dran geht und mit Waschpulver, Rhinol oder wie die ganze Scheiße da heißt, Domestos. Ach nee, das war glaube ich was für was anderem. Und ja, man kann ja auch Handschuhe anziehen, ne? So, jetzt kommt es drauf an. Da, 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 da. Hoffentlich ist die Kamera scharf. Aha. Das wollte er nicht sehen. Ach so, schon klar. Ja. Was baumelt denn da drin rum? Die ist ja doch gut, die kann man noch mal gebrauchen. Mache ich mir eine neue Klanke dran und passe sie wieder feste. Ja, das war jetzt ein Scherz. So, das ist übrigens die unkaputtbare, nicht? Wie heißt das? Die Garantie auf Lebensdauer hat? Jetzt frage ich mich nur, da habt ihr nicht beigeschrieben, wie lange so eine Feder überhaupt lebt, wie viele Jahre? Oder wie rechnen die das um? Keine Ahnung. Ja, das Ding ist mal kaputt. Jetzt gucke ich mal, ob das Gegenstück finde, also das Stückchen, was abgebrochen ist, das wäre ganz nett. Weil das sollte man doch möglichst wiederfinden. Aha, Glück gehabt. Bremsstaub ist auch immer so eine feine Sache. Na, jetzt ist es vorbei mit den sauberen Fingern. Nee. So, da ist das Stück, was abgebrochen ist. Das ist natürlich beidseitig abgeschliffen hier, weil es dann nochmal durchgerödelt wurde fleißig. Und zusätzlich zum Blockieren der Kupplungsbacken gesorgt hat. Tja, was soll man dazu sagen? So. Also besser so ein Scheiß hier als
ja, wie soll man sagen, als ein neuer Motor. Und so wie ich jetzt sehe, die Bremsbacken sind alles noch in Ordnung, aber ach, jetzt kommt ja noch das Ding. Moment, Simsalabim. Ein Tooltime-Gruß an Rennstrecke, an einen Rennkollegen, sage ich mal, der hat was übergehabt und da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Tuning-Teile, ja, wird ja alles heute Tuning-Teile, aber mit der dickeren Feder. Solche Tüte seht ihr ein bisschen schlecht, ich auch, aber ihr könnt es ja ahnen, wenn ihr die Feder seht hier, die ist etwas dünner und das ist die 0815 in den 0815-Paket, Tuning-Paket und die Feder, man sieht es, die ist schon ein bisschen dicker und sieht auch hochwertiger aus. Und die ist jetzt nicht dick, weil sie so dick lackiert ist, sondern die ist wirklich ein paar Millimeter dicker. Apropos, die Tüten werden ja gleich dick sein. Jetzt mache ich mal was, jetzt könnt ihr wieder lachen, aber das ist ja nur auf die Schnelle. 25,8. Und die Tüte ist ein bisschen dünner hier, merke ich gerade. 24,9. Außer also, könnt ihr mir glauben, das ist. Die Feder ist dünner. Ja, da kommt die neue Kupplung da rein. Und die lege ich mir dann in die Ecke. Und jetzt bin ich noch kurz am Überlegen, bevor ich euch dann ausschalte. Zeige ich das, wie ich jetzt die Kupplung wechsle? Kolbenstopper reindrehen, die Schrauben lösen, das Ding draufsetzen in der richtigen Laufrichtung natürlich, sonst hat man nicht das Stress. Ja, das weiß ich nun wirklich nicht. Aber ich habe noch eine Idee auch für ein anderes Firmchen. Moment. Jetzt. Moment, Moment, wo ist es? Ich bin noch da, nicht weglaufen. Oder speichere ich mir das fürs nächste Filmchen auf? Nein. Doch. Ich habe es diesmal vergessen, aber beim nächsten Mal bringe ich das bestimmt. Ne? So, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt kommt es wieder rein. So, Feierabend, Endansage. Viel Spaß beim Nachbauen. Ist auch wieder Quatsch gesagt oder so. Blödsinn. So, jetzt habe ich genug gesabbelt. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und auf den nächsten bekloppten Boxenstopp. Ne? Bis dann. Tschüss.